51. Dortmunder Amateurfunkmarkt. Es war wieder klasse. Ihr habt gesehen, die Anfahrt hat gut geklappt. Ohne Stau und ohne Zwischenfälle sind wir dort angekommen. Sind von hier ja auch nur so roundabout 100 Kilometer. Und ja, es war klasse. Und wenn du sehen möchtest, wie es auf dem Amateurfunkmarkt gewesen ist, dann schau das Video bis zum Ende. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und wenn du mich noch nicht kennen solltest, dann kannst du den Kanal kostenlos abonnieren. Du musst nur unten auf den Button drücken und wenn dir das Video hier gefällt, natürlich auch ein Like da lassen. Aber ich wünsche dir jetzt mit dem Video viel Spaß. Amateurfunkmarkt Dortmund, ich war gerührt. So viele von euch haben mich angesprochen und haben gesagt, Mensch, dein Kanal ist so klasse, das hat so eine gute Qualität, was du da produzierst und bitte mach weiter so. Ich war echt gerührt und Leute, sowas motiviert einen natürlich auch dann hier weiterzumachen, im Sinne des Amateurfunks natürlich auch. Ein OM habe ich kennengelernt, der ist Schornsteinfeger und der hat mir sogar Glücksbringer geschenkt. Hier so einen kleinen Schornsteinfeger und ja, sogar noch ein paar mehr. Da war noch so ein ganz kleiner mit dabei und so ein Glückstaler. Also ich fand es richtig klasse. Und das ist ja auch das Gute. Bei diesen Märkten trifft man ja auch so viele Leute. Es geht oftmals gar nicht um den Amateurfunkmarkt, um den Flohmarkt, um die Kommerziellen, die da sind und ihre Produkte anbieten. Waren übrigens diesmal auch wieder einige da, einige große sogar. Aber es geht auch um die Kontakte, die man dort trifft, die man hat. Alte Bekannte, die man wieder trifft, mit denen man sich hinsetzen kann und klönschnacken kann, wie wir so schön sagen, also sich unterhalten kann, fachsimpeln kann, weil es sind ja alles Funkamateure, die da sind. Und so hat man auch immer ein Thema. Es ist immer für Gespräche gesorgt und wie gesagt, man trifft auch alte Bekannte. Ich habe auch neue Bekannte getroffen, zum Beispiel den Felix Ries, mit dem ich mich lange unterhalten habe, der ja mittlerweile Präsident vom Highspeed Club ist. Und mit dem hatte ich übrigens auch ein QSO in der Antarktis. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Wenn ihr das gucken wollt, müsst ihr mal nach Antarktis oder DP1POL suchen auf dem Kanal, dann findet ihr das. Ja, insgesamt war das alles wieder richtig schön, klasse. Und hier habt ihr mal ein paar Eindrücke vom Amateurfunkmarkt in Dortmund. Richtig spannendes Thema hatte ich am Stand vom Notfunkreferat des Distrikts L. Der Distrikt L ist der Distrikt Ruhrgebiet. Ihr wisst ja, in Deutschland hat der DARC bestimmte Distrikte eingeteilt und Distrikt L ist halt Distrikt Ruhrgebiet. Und wir sind hier, also ich bin hier im Distrikt N. Das ist der Distrikt Westfalen-Nord. Ja, und das war total spannend. Ich bin dahin und die hatten dort einen Telefonkoffer stehen. Und da habe ich mir erklären lassen, was es mit diesem Telefonkoffer denn auf sich hat. Dieser Telefonkoffer ist für den Notfunk gedacht. Es ist alles in dem Telefonkoffer drin, was man braucht, um eine Kommunikation aufzubauen. Und das können sogar, ja, ich sag mal, nicht technisch versierte und auch nicht Funkamateure machen. Ja, gut, die erste Installation sollte sicherlich ein Funkamateur machen, aber die Bedienung ist wirklich super einfach.
Und das Ding heißt nicht umsonst Telefonkoffer, denn das Teil ist zu bedienen wie ein Telefon. Wenn man das Teil aufbaut, hat man wirklich ein Telefon. Man hebt den Hörer ab, wählt die Nummer und wird mit der entsprechenden Gegenstelle, die dann dort einprogrammiert ist, verbunden. Und das Ganze passiert per WLAN. Es wird eine WLAN-Strecke aufgebaut und man kann so auch kritische Behörden zum Beispiel miteinander verbinden, die dann im Notfall eines Blackout zum Beispiel kommunizieren können, wenn andere Kommunikationssysteme nicht mehr funktionieren. Ich finde das richtig gut und vor allen Dingen ist es für den Unbedarften richtig einfach anzuwenden und das hat einen riesen Mehrwert. Ich habe ein langes Gespräch mit dem Daniel geführt, DO7DMK, das ist der Notfunkreferent des Distriktes L Ruhrgebiet. Und er hat mir gesagt, dass in Zukunft auch mal Schulungen stattfinden oder auch Vorführungen oder auch mal Trainings stattfinden. Und er gibt mir auch eine Information, wenn in dieser Richtung mal was kommt. Wenn das terminlich klappt, werde ich dabei sein, werde das Ganze dann einmal filmisch dokumentieren und aufarbeiten hier für den AFU-Channel, damit du hier auf dem AFU-Channel dir das auch ansehen kannst. Denn ich halte das ganze Thema für sehr wichtig und sehr aktuell vor allen Dingen. Und ja, ihr solltet einfach darüber auch informiert sein. Ich fand, das war echt ein spannendes Thema hier auf dem Amateurfunkmarkt in Dortmund. Ja, und schon sind wir wieder am Ende des Videos und ich hoffe, dir hat das hier genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn das der Fall ist und dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.